Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Shuvidu-Kanals. Dieses Mal tolles, spannendes Thema, die Reinigung von Klettverschlüssen und Reißverschlüssen. Lohnt sich das bei Kinderschuhen? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen, also bis gleich. Hallo liebe Freunde des Shuvidu-Kanals und alle, die uns jetzt zu dem Zeitpunkt gerade zusehen. Auch diesmal habe ich wieder ein spannendes Thema oder einen spannenden Punkt im Bereich der Kinderschuhe mal mit herausgepickt. Und zwar, ob es sich lohnen würde, Schuhverschlüsse zu reinigen. Das betrifft natürlich jetzt insbesondere in der kühleren Jahreszeit alle Schuhe, die jetzt sozusagen ein Reißverschluss oder einen sogenannten Klettverschluss aufweisen. Und das können ja flache oder mittelhohe oder ganz hohe Modelle sein, die sowas aufweisen. Manchmal auch der Reißverschluss in Kombination mit dem Schnürsenkel. Und da sind natürlich, ich sag mal, fast keine Altersgruppen davor gefeilt, auch da mal, ich sag mal, ein bisschen vorsichtig den Verschluss zu reinigen. Warum? Ganz einfach, ich meine, nicht nur der Schuh an sich soll dem Träger lange Freude bereiten und den Eltern sozusagen keine Kopfschmerzen bereiten, sondern ich sag mal, der Schuh an sich lebt ja auch mit dem Verschluss und der soll nach Möglichkeit immer recht lange funktionieren und erhalten bleiben. Das bedeutet, solange wie alles trocken und easy ist, ist das ja immer ganz locker. Da habe ich auch keine Probleme, den Verschluss überhaupt sauber zu bekommen. Wichtig ist es dann eben halt bloß, wenn ich gerade beim Hausschuh sehr viel auf dem Teppichboden unterwegs bin. Wenn ich eine textile Auslegware habe, da wo sich sozusagen Klettverschlüsse festhaken können und Fasern aus dem Untergewebe herausziehen können. Und genauso ist es dann früher oder später, ich glaube hier sieht man es dann so, auch mal so richtig schön, wenn man den halt viel draußen anzieht. Und dann bleibt dort alles Mögliche kleben und haften, was die Natur so hergibt. Je feuchter sich natürlich die Umgebung, je feuchter sie natürlich ist und wie hoch der Verschmutzungsgrad ist, das kommt dann meistens in Kombination zusammen. Also je feuchter, desto schmutziger, desto gravierender sind natürlich dann auch die Rückstände in den Verschlüssen. Bei den Reißverschlüssen ist es natürlich so, auch diese sollten halt immer mit gereinigt werden und das mache ich mitunter ganz einfach mit einer schönen alten Zahnbürste, die ich ja fast immer im Haushalt habe. Und dann kann ich hier wunderbar die Zwischenräume reinigen. Und dabei ist es auch egal, ob wir hier einen Plastikreißverschluss haben oder einen, der noch mit Metallzähnen verarbeitet ist. Generell sollte man hier also bei feuchten oder schmutzigen Umfeld, wenn ich also nach Hause komme, nach der Trocknungszeit, hier mal wirklich mit der Bürste drüber gehen, um die Restbestände rauszuholen, damit die sich sozusagen nicht oben in dem Reißverschlussschiffchen verhängen und sozusagen die Funktion beeinträchtigen. Eigentlich kein Problem, sollte man meinen, aber Sie glauben gar nicht, was wir hier immer alles sozusagen auf den Tisch bekommen, beziehungsweise teilweise an den Füßen des Kindes sehen. Dann geht wie hier manchmal der Klettverschluss bloß noch, ich sag mal, auf den letzten Zentimeter und der Rest funktioniert halt gar nicht mehr, weil der sozusagen richtig gehend verschmutzt ist. Und wenn das sozusagen nicht rausgeht, dann nehme ich eben halt auch mal, so wie hier, mal eine kleine Schere, rasple das mal raus. Die großen Abstände in den Schlaufen machen das auch wirklich günstig. Und dann kriege ich auch hier den ganzen Schmodder wieder raus. Ob Schmodder, Gras, Textilfasern, Haare von Tieren, Hunde, Katzen und so weiter, auch die verhattern sich gerne mal hier drin. Ja, dann muss ich halt mal einen kleinen Aufwand betreiben und das mal mit 10, 15 Minuten wieder sauber machen. Und siehe da, es funktioniert. Was natürlich dann auch immer gerne mal dazu verleitet, wenn schon der hintere Klettverschluss nicht mehr funktioniert, dass man sich gar nicht groß anstrengt, um überhaupt die Schuhe zuzumachen. Man sieht es also immer wieder, da werden selbst hohe Winterstiefel, ich sag mal, im Grunde genommen vom Fuß weggeschnipst, ja, weil sie nicht ordentlich geschlossen und geöffnet werden und man praktisch so im halb geschlossenen Zustand rein und raus rutscht. Ja,
ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, sage ich immer wieder, aber den Kindern bleibt ja mitunter kaum die Zeit, wenn der Kumpel als erstes auf dem Klettergerüst ist, na halt, da will ich doch aber hinterher. So, also demzufolge geöffnete oder halbgeschlossene Klettverschlüsse sind nicht immer nur ein Gral oder Ursache der Verschmutzung, sondern manchmal auch des Trägers, aber dem kann man ja, wie gesagt, abhelfen. Diese Empfehlung, wie gesagt, würde ich immer geben, wenn die Frage besteht, warum klettet es nicht mehr? Es gibt allerdings auch Kinder, die haben immer das Talent, einen Klettverschluss nicht nur einmal zu schließen, sondern da wird mindestens 3, 4, 5 Mal nachgeklettet, sodass dann also mit der Zeit diese Schlaufen aufreißen und die Klettfunktion nicht mehr gewährleistet ist. Auch hier kann ein guter Schuhmacher ihres Vertrauens zum Beispiel Abhilfe schaffen und ein neues Klettband bzw. Schlaufenband wieder drüber nähen. Das ist im Allgemeinen mit ein paar Euros ist das auch getan und dann funktioniert das Ganze wieder. Also kein Kind müsste eigentlich mit halb geschlossenen Schuhen oder halb offenen Schuhen durch die Jahreszeiten laufen, wenn man nur ein klein wenig mehr Augenmerk auf die Verschlüsse legen würde. Ich hoffe doch. Ihr guckt jetzt demnächst ein bisschen öfters mit drauf, das wäre zumindest ganz schön. Und dann hätte dieses Video auch wieder mal seinen Zweck erfüllt. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.